geht's direkt mit einem epischen Kampf. Okay, mit Action geht es los, keinen epischen Kampf. Aber das hier, das ist cool. Bumm, wir sprengen gleich mal den halben Wald in die Luft. Okay, das Kaktusfeld sprengen wir in die Luft. Ja, ich befolge einfach mal die Befehle. Bin ja auch nur Soldat. Das ist unsere wunderschöne ACU, Emirat Command Unit. Gebaut, um zu zerstören. Plan für Einheit heruntergeladen. Die meinte eigentlich ein Gebäude. Verzeihen wir ihr mal. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich hier jetzt so baue, das mache ich, weil da kommt gleich noch eine Fabrik hin. Ich kenne die Mission ja schon. Und mal die Kommandoeinheit erklärt. Dieses Symbol hier bedeutet, ich kann das Ding aufsaugen und in Ressourcen verwandeln, zumeist nur Masse. Sowas hier, solche Kaktusfelder und Wälder kann ich in Energie umwandeln. Bauen Sie jetzt eine Luftwaffenfabrik. Da. Einsatzgebiet ausgeweitet. Luftwaffenfabrik kommt dorthin. Und um den Energieverbrauch gering zu halten, baue ich Energiegenerator umherum. Das senkt nämlich den Verbrauch an Energie. Und die Masseextraktoren, die verringern den Verbrauch an Masse eben. Das sind unsere Ressourcen, Masse und Energie. Ganz einfach. Ich kann auch solche Steine wegsaugen und auch solche größeren Fracks. Ist alles kein Problem. Ich kann natürlich auch expandieren. Das ist das Wichtigste in diesem Spiel, dass man expandiert. Wer am meisten hat, der verliert am wenigsten. Dann gibt es natürlich noch Stopp, Bewegen, Angreifen, Patrouille und was ganz toll ist, es gibt Z, Pause. Und zwar damit pausiere ich nicht das Spiel, sondern nur die Einheit. Das ist ganz gut, wenn man Ressourcen braucht und sie nicht ausgeben möchte, aber die Befehlsliste nicht unterbrechen möchte. Wir können obendrein auch noch Mauern bauen. Auch ganz lange Mauern. Wir können den Bau von Gebäuden auch noch nachträglich verändern. Hoppla. Er klickt. So. Alles kein Problem. In diesem Spiel geht vieles. Bauen Sie einige Bomber in Ihrer Luftwaffenfabrik. Plan heruntergeladen. So, wir wollen Bomber erstellen. Man sieht hier die ganzen roten Verbindungen. Das liegt daran, dass unsere Farbe einfach rot ist. Die heißen, dieses Gebäude wurde mit diesem Erweiterung sozusagen verbunden und verbraucht daher weniger Energie. Beziehungsweise weniger Masse. Und da werden auch gleich die hergestellt. Aber ich habe einen anderen Plan. Ich stelle erstmal 10 Techniker her. Die gehen erstens schneller und zweitens können sie den Bau von anderen Einheiten auch noch beschleunigen. Man sieht, im Moment verbraucht der 18 Strom pro Sekunde und sobald dann der Energiegenerator fertig ist, wird es weniger sein. Nein, doch nicht. Wir haben bereits das Maximum erreicht an Verbesserung. Tja. Aber das ist nicht so wild, denn wir brauchen den Strom später so oder so ganz dringend. Wir können zwar nur begrenzt einlagern, aber eben, wie gesagt, sobald ich hier draufklicke, werden uns nicht 330 Energie und 60 Masse abgezogen, sondern 22 Energie und 4 Masse pro Sekunde. Und das 15 Sekunden lang. Und so kommt man dann auf den Gesamtpreis. Also wir verbrauchen laufend Masse und nicht nur einmalig. Also daher ist es ganz wichtig, immer viel zu produzieren.
da man sonst... Ups, jetzt habe ich versehentlich abgebrochen. Da man sich sonst auf lange Wartezeiten einstellen kann. Und es wird auch immer mit ETA, ich weiß nicht genau, was das heißt, aber das ist die Zeit, wie lange es dauert, bis die Einheit dort ist. Und man sieht schon, wir müssen länger darauf warten, dass die Einheit fertiggestellt wird, als dass sie rausfährt. Gar nicht umgekehrt. Wir müssen lange darauf warten, dass sie rausfährt, aber fertiggestellt ist sie eben schon nach wenigen Sekunden. Und das verbraucht eben auch dementsprechend mehr Energie. Unser ICU baut hier hinten fröhlich weiter. Und jetzt kann ich euch zeigen, wenn ich so selektiere, selektiere ich nur den Bomber, weil es eine Militäreinheit ist. Militäreinheiten gehen vor, ja, gehen vor Zivileinheiten wie Technikern. Und jetzt sieht man, wir verbrauchen mehr Masse und mehr Energie durch unsere vielen Techniker, obwohl wir so viele Stromgeneratoren haben. So, jetzt wurde unser Gebiet vergrößert, das geschieht immer wieder in der Kampagne. Das soll uns nicht weiter stören. Wir haben jetzt hier unsere schicken Papierbomber, die wirklich flach sind. Und greifen jetzt mal an. Hier sollen Einheiten sein, da ist sie. Wir gehen jetzt mal nach dort. Befehle werden abgebrochen, sobald die Einheit nicht mehr in Sicht fällt, sobald die feindliche Einheit weg ist, werden Angriffsbefehle abgebrochen. Dafür gibt es eben Radars, damit die Einheit nicht ganz weg ist und die Angriffsbefehle fortgesetzt werden. Ja, und meine Bomber, die prügeln ganz schön die Scheiße daraus. Auch wenn das fies klingt. Aber das sind eigentlich nur Roboter, das sind professionelle Stuntman-Roboter. Genau. Dem passiert nichts. Gut gemacht. Erobern Sie das Radar entweder mit Ihrer gepanzerten Kommandoeinheit oder mit einem Techniker. Na, wir nehmen unsere Kommandoeinheit, die hat nämlich gar nichts zu tun. Und wir können auch die ganzen Mauern einnehmen. Wir können wirklich alles einbauen. Und dann können wir dazwischen auch Bewegungsbefehle geben und wieder weiter einnehmen lassen. Wir können alles übernehmen. Wenn wir ein Gebäude übernehmen... Oder eine Einheit, es gehen sogar Techniker, damit können wir Technologien klauen. Sämtliche. Also sobald wir eben eine Einheit übernommen haben, dann können wir mit der machen, was wir wollen. Sie gehört zu 100% uns und der Feind hat nichts mehr davon. Kein Bevölkerungslimit. Wir können die Einheit auch zerstören und ihre Ressourcen sammeln. Und jetzt muss ich einen Schnitt machen wegen dem 10-Minuten-Limit.